Wir sind auf dem Weg nach Hamburg. Guten Morgen. Maxim fährt. Ja. Ich fahre nicht. Danny muss sich halt ein bisschen erholen. Wie geht's dir? Gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Weil heute ganz, ganz viel passiert. Wir hatten es euch ja in den letzten Wochen schon gesagt, was wir alles vorhaben heute und morgen vor allem. Wir essen ein Franzbrötchen. Ja. Holst du ein Franzbrötchen? Jetzt? Na, jetzt sind wir noch nicht da. Fahr mal hier rechts ran. Für die Zuschauer, die nicht wissen, was ein Franzbrötchen ist, das ist so ein ganz gesundes Zimtgebäck. Zimtgebäck, was es nur in Hamburg gibt. In Norddeutschland, so ein norddeutsches. Okay, Danny hat schon wieder in Erdkunde gepennt. Gott, diese Autobahn. Freunde, wir sind bald da. Sind noch 222 Kilometer. Doch, 222 Kilometer. Wir sind bald da. Wir sind ein bisschen früher losgefahren. Drehbeginn offiziell ist 9:30 Uhr. Wir kommen laut Navi um 8:40 Uhr an. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Frühstück. Ich brauche ja noch Make-up, Outfit. Ich habe den ganzen Koffer voll mit Klamotten und Schminke. Ihr habt es bei Instagram gesehen. Danny hat nur eine Schlüpper mit. Reicht. Guck mal, da kommt ein Auto. Gerade eine Pause. Hallo. Ah, da bist du ja wieder. Und ja. Wie war das Klohäuschen? Leer und sauber, verhältnismäßig. Und hast du was gesehen? Es war ja leer. Einen geheimen Trucker-Treff? Nein, wieso I? Oh, eine Waffel. Ich hab dir eine kleine bayerische Waffe dahin gemacht. Das ist aber nett von dir. Du sagst immer, es ist eine belgische Waffe. Ne? Eine belgische Waffe. Guck mal, man kann die Tüte im Hintergrund sehen. Ja. Wie geht's dir denn, mein Schatz? Gut. Jetzt bin ich fit. Wir fahren noch eine Stunde ungefähr und dann sind wir da. Ich sehe völlig müde aus, wenn nicht. Hallo. Ich sehe gut aus. Hast du dich schon geschminkt, mein Schatz? Ich bin geschminkt. Also, heute, ich weiß gar nicht, hast du überhaupt schon erzählt, was wir in Hamburg machen? Nee, das Video beginnt ja noch nicht. Wann geht's denn los? Ja, im Hotel oder so. Heute das, Abend. Und das schneide ich dann hier rein. Okay. Also, wir drehen heute den Werbespot. Mit Danny? Mit Danny dreht den Werbespot. Ich bin nicht werbetauglich. Für meine neuen Produkte. Ohne Danny. Und da das Ganze ja, ich hatte das irgendwann mal bei Instagram schon erzählt. Aber ich könnte Werbung für so einen Backofenreiniger machen. Lass mich mal erzählen. Durch die Pandemie ist alles so ein bisschen verschoben und andere Launches, die dieses Jahr noch anstehen, haben sich verschoben. Und deswegen haben wir jetzt diesen Launch, der eigentlich schon im Februar sein sollte, immer weiter verschoben und der sollte eigentlich später sein, nach dem anderen Launch. Jetzt haben wir ihn aber vorgezogen, weil sich der andere Launch wieder verschoben hatte. Deswegen ist das Ganze hier eine recht spontane Geschichte gewesen und es musste alles recht schnell gehen. Wir haben letzte Woche beschlossen, dass es heute nach Hamburg geht und ich dann auch gar nicht zwei beschlossen. Tage. Ja, das machen wir. Ich habe gar nichts beschlossen. Danny ist einfach ins Auto entführt worden. Danny ist einfach mit dabei. So, wir fahren weiter. Wir sind jetzt schon bei Luvia, das darf ich nicht verraten. Und Maxim macht sich jetzt gerade fertig. Ich bin hier am Film! Darf ich schon was essen? Guck mal, das Erste, was er fragt, ist, darf ich schon mal was essen? Ja, aber ich habe ja auch nur eine belgische Waffel und eine Beefy. Hast du dich jetzt fertig gemacht? Ja. Wie soll ich dich denn filmen, wenn du hinter mir vorbeiläufst? Aber ich muss doch hier ins Brötchen. Schaut mal, Freunde, das ist das Buffet. Und da ist er am Futtern. Ja, muss ich das jetzt alles hier verpixeln mit Cola und Gerolsteiner? Nee, aber wir machen keine Werbung für Coca-Cola. Was habe ich gesagt? Ist ja doch Werbung. Hast du jetzt gegessen? Ich habe mir ein kleines Brötchen schon genommen, weil die haben sich hier wieder so viel Mühe gegeben für uns. Das ist krass, oder? Ja. Wir haben Hummus, wir haben belegte Brötchen, wir haben von der Oma selbst gebackene Waffeln, Danny hat seinen Kaffee. Mehr brauche ich gar nicht. Das Zelt wird gerade aufgebaut, ich habe mein Make-up schon so halbwegs fertig gemacht. Und jetzt geht's gleich los, die Klamotten aussuchen. Du siehst gut aus. Gibt's das auch in Blau? Was, das hier? Mhm. Nein. Das hätte ich dann getragen, aber in deiner Größe. Das ist das Größte, was es gibt. Und das Weißes würde mir passen? Als Top. Auf einer Seite. Ist top. Ist top. Oh ja, bauchfrei, wird modern. Danny setzt neue Trends. Ja, nein, jetzt geht's gleich los. Danny zeigt euch bestimmt auch gleich mal das Set, wenn das alles aufgebaut ist. Und ich muss jetzt erstmal die Produkte finden hier. So, Maxim hat sich jetzt schon umgezogen. Das hättet ihr sehen müssen. Das Hemd, das war so zerknittert, dass mit einem Haarglätteisen das rausgebügelt wurde. Bist du jetzt fertig? Naja, ein bisschen. Komm mal her. Ein bisschen nervig. Sieht gut aus. Ja,
Naja, ist halt gelb, ne? Bist du nicht so die gelbe Maus? Ich mag gelb nicht so. Gelb ist eine ganz schreckliche Farbe für mich. Aber so sehe ich ein bisschen brauner aus und das passt ja zum Produkt. Wie ein Simpson. So, Freunde, ich würde jetzt sagen, ich habe ja das Ladekabel in Hand. Wir gehen jetzt mal zu Maxim und gucken mal, was der so macht, aber heimlich. Na, wie ist es? Gut, es ist richtig, richtig cool, Freunde. Ich habe ja vorher gesehen, wie das Video werden soll. Ihr habt es vielleicht schon mal Instagram gesehen. Ich habe euch heute schon oder gestern was gezeigt. Auf jeden Fall, wir haben die coolsten Effekte. Es macht so, so viel Spaß. Und mittlerweile gewöhne ich mich auch an die Outfits. Wie gefällt es dir? Hier oder das Outfit? Das Outfit gefällt dir nicht. Aber das stimmt. Hier. Aber hier. Ist, ja, hier ist immer schön. Sind ja mal alle nett. Ja, es ist so aufregend. Ein bisschen warm. Es ist sehr warm. Aber ich habe einen Fächer. Mein Wassermüll und Fächer. Und die Plattform, dreht die sich? Die dreht sich sehr, sehr langsam. Ich fühle mich wie ein kleiner Döner. Du bist ein kleiner Döner. Aber sehr langsam, das ist so. Das können wir uns das alle vorstellen. Ja. Aber es macht ganz viel Spaß. Wir sind jetzt kurz im Hotel. Das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Wir haben jetzt bei Lovia eine Menge erledigt, beziehungsweise Maxim. Echt spannend, was ich da so gesehen habe. Ist er gerade da? Also es wird echt ein richtig cooles Produkt auf euch zukommen. Ich kannte das vorher schon, jetzt habe ich es aber nochmal richtig komplett fertig gesehen. Es hat mir richtig gut gefallen. Das wird für euch bestimmt ein Knaller werden und das gab es so noch nicht, bin ich persönlich der Meinung. Ich spoilere jetzt nicht weiter, sondern ich zeige euch jetzt erstmal das Hotelzimmer. Gott, ich sehe so müde aus und ich bin um 3.30 Uhr aufgestanden. Das Hotelzimmer ist eigentlich relativ schlicht und das ist auch völlig ausreichend für uns. Das ist das Wohnzimmer. Hier haben wir das Bett. Maxim ist gerade im Badezimmer. Da haben wir eine Dusche und eine Wanne. Und hier ist der Raum schon wieder zu Ende. Ich zeige euch mal die Aussicht, die wir hier haben. Ist jetzt auch nichts Großes, aber auch nichts Schlechtes. Unser kleiner Balkon. Und das ist unser Blick. Ja. Ja, ich habe mich jetzt schon mal aufs Bett gelegt. Wir haben jetzt noch so 2 Stunden Ruhephase, da kann ich mich jetzt ein bisschen erholen, denn ich bin wirklich richtig, richtig müde. Ich bin schon sehr, sehr früh aufgestanden, weil ich noch eine Kleinigkeit besorgen musste im 24-Stunden-Edeka. Da bin ich noch mal losgefahren, total langweilig, das interessiert euch gerade gar nicht, oder? Aber Maxi macht sich jetzt auch gerade fertig und wir haben uns jetzt dazu entschieden, uns einfach noch mal hinzulegen, die Augen zuzumachen, ein bisschen zu entspannen, ein bisschen die Ruhe zu genießen. Und dann geht es heute Abend nochmal zum Geschäftsessen. Da freue ich mich drauf. Jetzt nicht, weil es Essen ist, sondern weil es einfach nur mal schön ist, wenn man nochmal zusammenkommt. Und morgen geht der Tag dann weiter. Ja. Hallo. Na? Ich bin so voll gefuttert. Ich auch, ich bin richtig satt. War richtig lecker, unser Geschäftsessen. Ja, wir waren... Also, Freunde. Ich weiß nicht, was die letzte Szene war, die ihr gesehen habt. Wahrscheinlich waren wir noch im... Dasselbe Szene wie auf dem Bett. Hat sich nicht viel verändert. Und unsere Bäuche sind dicker geworden. Du hast ja hier nochmal gefilmt. Wir waren dann essen und haben noch so ein paar Sachen besprochen, die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen. Und jetzt sind wir gerade zurück ins Zimmer gekommen. Und haben das Gefühl, dass wir alle eine Konfektionsgröße größer, dicker geworden sind. Mindestens. Ja, es war ein sehr, sehr schöner Abend, muss man sagen. Es war ein sehr erfolgreicher Tag. Kann man sagen. Für dich, ja. Für dich doch. Immer. Immer, wenn ich mit dir zusammen bin, ist mein Tag sehr erfolgreich. Morgen geht's ja weiter. Morgen ist aber nicht mehr ganz so spannend. Morgen ist einfach nochmal Shooting. Das sagst du jetzt am Video, schalten alle Zuschauer ab. Ist ja nicht mehr so spannend. Nee, es ist morgen auch nochmal spannend. Morgen spannend. Es geht dann aber weniger um mich, sondern es sind ein paar Models da, die meine Produkte auch bekommen. Kann ich ja da nicht filmen. Das heißt, es geht schon um dich, weil ich ja dich filme. Das stimmt. Also ich bin morgen da. Aber es ist... Tschüss. Danny ist morgen alleine bei Lovia. Nein, ich bin morgen da. Aber ich habe eher die kreative Direktion, um das Ganze zu planen, wie was aussehen soll. Bist du müde? Es geht. Wir haben einen Mittagsschlaf gemacht vorhin um 18 Uhr. Ich bin recht wach, aber wir machen es uns jetzt gemütlich. Ich freue mich jetzt, mich endlich abschminken zu können. Oh ja. Die Hose auszuziehen und dir einfach hinlegen. Deine Schmuddeluder. Ein bisschen zu chillen, ja. Dann würde ich sagen, zieh mal dein Höschen aus und wir sehen uns morgen früh wieder. Zum Frühstück.
Hallo. Hallo. Hast du gut geschlafen? Ja, ich glaube schon. Ich war einmal wach um 4, weil das so unsere Zeit war in den letzten Wochen. Weil das so unsere Zeit war in den letzten Wochen. Aber dann bin ich nochmal eingeschlafen. Und du? Du siehst aus wie Pummeluff. Gar nicht. Ich bin Pulli, der ist noch schön weich. Da ich ja die letzten 2 Tage nur 4 Stunden geschlafen habe, jeweils, bin ich wirklich richtig schnell eingeschlafen. Ja. Und ich bin jetzt auch ziemlich morgens erschossen. Ja, ich freue mich jetzt auf einen Kaffee. Und ein Brötchen. Nee. Und ein Kaffee. Ich will kein Rührei. Musst du ja nicht essen. Mach ich auch nicht. Ja, Freunde, dann gehen wir wieder hoch. Machen wir uns hierher ins Zimmer. Dann machen wir uns fertig. Meine Finger sind geschwollen. Ja. Wir haben gestern ganz viel gegessen. Das ist Alter. Und dann fahren wir wieder los ins Headquarter. Und dann? Zu Luvia? Ja. Und dann fahren wir nach Hause. Ja. Tschüss. Wir sind zurück bei Luvia. Ich bin mal gespannt, was ich heute einfangen kann. Ich muss halt mal ein bisschen darauf achten, dass ich halt auch nicht andere Leute filme, weil nicht jeder möchte ja in einem Video vorkommen. Ich bin sehr gespannt. Wie geht's dir, Maxim? Sehr gut, Freunde. Was machst du gerade? Ich bin gerade noch am Handy. Wie immer. So, Freunde, ich zeige euch jetzt mal, wo nachher die Fotos entstehen. Die Fotos werden nachher hier gemacht. Die Models werden jetzt gerade geschminkt. Uns fehlt ein Model. Aber vielleicht geht ja Danny vor die Kamera. Ich bin echt immer wieder gern hier bei Luvia, weil, weiß ich nicht, hier herrscht so ein gutes Arbeitsklima. Die Leute sind immer so freundlich, haben immer so gute Laune und ja, man hat das Gefühl, man geht zu einer Zweitfamilie. Und wie gefällt es dir bisher? Cool. Ich habe gerade schon gesagt, dass bei Luvia man sich immer fühlt, wie als ob man bei einer zweiten Familie ist, oder? Das stimmt tatsächlich, weil sie geben sich ja alle immer so viel Mühe und dann sind ganz viele Brötchen da und Käse und was zu trinken. Und jetzt sind alle Models da und werden gerade gestellt. Ich habe gesagt, ein Model fehlt. Ja gut, aber das ist nicht so schlimm, Danny springt ein. Habe ich auch gesagt. Ja, Danny macht das gleich. Und ja, dann schauen wir mal. Macht ihr ich muss erst mal gucken. Ich muss erst mal gucken, wo mein Produkt ist. Denn was? Ein Produkt. Hast du schon was erzählt zum Produkt? Naja, so ein bisschen. Ich glaube, dass, also gestern bei Instagram, bei Luvia und bei mir. Hast du schon viel gesehen, ne? Ja, man hat schon einiges gesehen, aber man konnte auch raten. Tatsächlich hat es bis jetzt nur eine Person erraten. Am besten fand ich... Block hier sie. Am besten fand ich, dass, ich glaube, 70% gesagt haben, eine Foundation, die dir mal passt. Liebe euren Shade. Liebe euren Shade. Aber glaubt ihr wirklich, dass ich mit einer Foundation Farbe rauskomme? Die Farbe muss erstmal erfunden werden. Richtig. Aber hier nämlich geht's. So, ich habe mich jetzt mal ganz kurz ins Büro gesetzt. Es ist wirklich viel, viel los heute. Es ist eine Menge passiert, was nicht so geplant war. Aber es macht so unheimlich Spaß. Und ich bin immer wieder begeistert, wie professionell Maxim das so alles durchzieht. Ich weiß auch nicht. Also ich habe ja, als ich ihn kennengelernt habe, das alles ja so gar nicht gewusst. Ja. Und immer wenn Maxim vor der Kamera steht, ist er einfach, ja, er macht das so gut. Es sieht so überzeugend aus und jedes Bild sitzt im Prinzip. Das ist so krass. Also. So, ich mache wieder heimlich Produktplatzierung für Edeka. Oh, wie süß ein Hund. Hier auf der Autobahnraststätte. Ja, wir sind tatsächlich jetzt wieder im Auto und auf dem Rückweg nach Berlin. Wir haben es dann wirklich nicht mehr geschafft, weiter zu filmen, weil einfach so viel los war. Maxim geht jetzt kurz mal auf die Toilette und ich dachte mir, ich melde mich jetzt bei euch, um einfach nochmal euch zu erzählen, was noch so zum Schluss passiert ist. Es ist eigentlich gar nicht mehr so viel passiert, außer dass noch Fotos gemacht wurden. Wir haben uns echt noch nett unterhalten und haben noch mal was Kleines gegessen. Und jetzt ist es, ich glaube, 15 Uhr. Ich gucke mal dahin, weil da die Uhr steht. Und jetzt fahren wir zurück nach Berlin. Aber, und das ist die große Befürchtung, wir haben jetzt noch ca. 120 Kilometer vor uns und es gibt Stau. Sommerferien. Ja, das heißt, wir werden wohl ein bisschen länger nach Hause brauchen und ich muss auf Klo. Vielleicht gehe ich doch. Du hast geguckt? Ich habe geguckt. Wir sind hier zu Hause. Endlich. Wie war's? Super, super cool, aber richtig, richtig anstrengend. Auch die Rückfahrt, das hat sich so ewig hingezogen. Das stimmt. Jetzt. Wir hatten Stau, habe ich erzählt. Ja, so ein bisschen. Und vor allen Dingen so die Baustellen und ach, egal. Jetzt sind wir zu Hause. Jetzt mache ich gleich Essen. Erzähl mal, wie das da so war für dich. Es war cool. Also es war sehr, sehr aufregend. Gestern war vor allen Dingen aufregend, weil wir halt... Ich habe jetzt das erste Mal auch das eine von den beiden komplett fertige Produkt. Ach, es kommen zwei Sachen? Fertige Produkt in der Hand gehabt. Und also mit Verpackung und alles drin und alles fertig. Und das war schon ganz aufregend. Und die Menschen waren alle super, oder? Ja, total. Die, also das Luvia-Team ist ja eh das beste Team überhaupt. Das beste Team.
Und ja. Und was kommt jetzt? Ja, das darf ich ja jetzt nicht sagen. Aber Folge, die Zuschauer haben alle das Video eingeschaltet, um zu gucken, was kommt. Ich weiß, aber ihr habt schon so viel Informationen bekommen. Ihr habt bestimmt, schaut euch das Video nochmal an. Irgendwo lag bestimmt irgendwas rum bei meinem Glück. Schaut es euch nochmal an, vielleicht findet ihr noch was. Auf jeden Fall habt ihr Informationen, die ihr woanders noch nicht bekommen habt. Auf Dennis Kanal. Abonniert diesen Kanal und dann werdet ihr immer mit neuen Informationen versorgt, weil ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt immer tratschen. Ein bisschen Blindtratsch dann. Ja, darf ich doch, ist ja mein Kanal. Und dann ist es tatsächlich, also ich sage ja immer, es ist nicht mehr so lange, aber es ist halt wirklich nicht mehr so lange. Und wann ihr könnt kommt euch das ja ausrechnen, wenn wir die Kampagne schon fertig gemacht haben, die Produkte werden gerade angeliefert. Es ist close. Und wann geht's los? Das sage ich noch nicht. Wenn ich nicht das fixe, es schwankt gerade so. Es wackelt noch so um 2 Wochen. Weiß ich es? Du weißt es. In 2 Wochen? Nein, es wackelt gerade noch um 2 Wochen so. Das Launchdatum. Ist ein bisschen komplizierter. Ich erkläre euch alles, wenn alle Produkte dieses Jahr rausgekommen sind. Dann erkläre ich, was da los war. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil auch ich bin überzeugt. Und ich glaube, ich werde die Produkte testen wieder. Ja. Wie bei dem anderen Video. Ja. Freunde, viel Spaß und schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Aha, es kommt ja schon morgen, weil ich muss ja wieder schneiden. Einen schönen Sonntag für euch. Ja, mein Sonntag ist jetzt gerade den Bach runtergegangen. Tschüss.